Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben wieder eine Kreuzworträtselrunde und ich möchte euch erstmal einen kurzen Augenblick Zeit geben, das zu verarbeiten und gegebenenfalls euch die Augen auszuwaschen. Und ja. Es ist mal wieder, jetzt wo ich wieder endlich in den normalen Gefilden bin, in denen ich mich sonst rumtreibe, in meinem, wie nennt man das, natürlichen Habitat, kann ich auch wieder das Gegenteil von alleine ein paar Rätsel lösen. Und heute gibt es auch das Preisrätsel. So, und deswegen werde ich mal im Mario Kart-Stil ein wenig die Ansage machen, die ich jetzt machen müsste, und zwar E, Tü, D. was haben wir hier? Wir haben eine US-Schauspielerin, das ist natürlich die hier. Niederländisch 1 ist auch schon mal gewesen. Griechischer Hirtengott, keine Ahnung gerade. Protokoll im Internet, HTTP. Spanische Gebirgskette, ja. Ha! Das wusste ich schon mal. Bezug, weiß ich noch nicht. Großer Mensch ist natürlich wieder hier ein solcher. Ein leichter Wind ist eine Breeze. So, spanische Gebirgskette ist wahrscheinlich schon wieder sowas wie Sierra. Ja. Hieß das nicht auch mal Sierra mit einem R? Ich will es gar nicht wissen. Das hier ist der Betreff. So. Das haben wir. Reizlos. Dürftig, nein, Schinkenart. Bam! Französisch für schwarz ist auch klar. Afrikanische Lilie, weiß ich noch nicht. TV-Krimiserie. Alf, nein. Französisch Mutter, Mare oder so, nee. Milchfett ist Rahm. Huch, das wollte ich nicht. Okay, könnte das Aloe sein? Och Mann. So, ja, ist es. Weiß ich nicht gerade. Korrekt ist richtig. Ja. Alto? Nee, Alter? Alte. Der Alte. Oh Gott. Meere, okay. Das hier ist Dröge. Vorgesetzter ist natürlich der Chef. CSSR ist die Tschechoslowakei, Schulform, Abkürzung ist die Realschule, Gesamtschule, gucken wir mal, irgendwas mit Oberschule, was war denn das hier nochmal, die, ich weiß es gerade nicht, Geistesgröße, keine Ahnung, begeistern, jemanden, ja, piepen ist natürlich wieder Kohle, Geld, Asche. Es gibt so viele Worte. Warte mal, haben wir hier Rehen? Nee. Das ist es nicht. Die Hirschart. Och Mann. Himmelskörper machen wir erstmal. Dann haben wir auch nicht. Och Gott. Dann sind es wohl wieder die Sterne. Meine Güte. Ehern ist eisern. Natürlich. Okay. Dann. Geistesgröße ist natürlich das hier. Ach, das muss ich doch wissen. Bresche, weiß ich noch nicht. Elfen sind Fabelwesen. Bresche ist noch irgendwas. Lateinisches Grußwort wissen wir. So. Maß der elektrischen Spannung ist auch klar. Hirschart. Cool. Was haben wir noch? Einheitsformat. DIN? Ah. Südfrucht ist die Banane. Bananas ohne B ist Pineapple. Was? Veraltet Gepäck, Tasche. Nein. Unartiges Kind. Ja. Die schwedische Popgruppe machen wir erstmal. Prozedur ist. Mir gerade noch nicht so klar. Gewürz. Was? Das ist ja ein wunderschönes, was hier abgefragt wird. Okay. Das ist ein Belag.
Grüner Meer rette ich. Oh Gott. Banani. Bruno Banani. Oh Gott. Jetzt wird es langsam schwierig für mich. Die Bresche ist aber das hier. Okay. Begeistern ist dann wohl das. Und dann haben wir hier dieses Ding drin. Es wird, glaube ich, wieder... Fußglied habe ich auch. So, jetzt fehlen mir nur noch ein paar Worte, bei denen ich wahrscheinlich nicht mehr so weiter eine Prozedur. Oh Gott. Hilfe, grüner Meer rette ich, das weiß ich doch nicht. Ich gebe da jetzt einfach mal wirklich hoch. Das ein. Und nichts davon ist richtig. Okay, okay, das haben wir schon mal. Grüner Meerrettich. Ach, das Ding meinen die. Oh, ich vergesse mal, dass das Meerrettich ist. Das ist die Bagage. Und ab. Ah, der Ablauf. Und fertig! Oh. Wo fehlt denn noch was? Oh wei. Kann ich mir also erstmal einen regional unterschiedlich benannten Gebäcksteigklumpen mit Füllung nehmen? Das ist schön. Dann werde ich euch hier mal kurz alleine lassen und mir einen regional unterschiedlich benannten Teigklumpen mit Füllung nehmen. Hefeteigklumpen. Oder? Huch! So, wieder da. Mit meinem regional unterschiedlich benannten Hefegebäckklumpen mit Füllung. Auf der Verpackung stand Berliner. Ich mag auch das Wort Marmeladendöner, selbst wenn es nicht ganz immer richtig wäre. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich den jetzt auch anbeiße. Was haben wir denn da drin? Nom nom nom. Ja, und sonst so. Wie geht's euch? Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß immer noch nicht so recht, was da drin ist. Jetzt kommt gar nichts. Nein. Oh. Mir wurde gesagt, die könnten auch mit Bratapfel sein. Ich glaube, das ist Bratapfel. Lecker. Oh. So, erstmal weg damit. Seid ihr schon so weit, Holdemaid? Okay. Ja, ich hab mal wieder ein bisschen zu sehr, glaube ich. Was? Drei Wörter noch? Irgendwo oben links? Unten links, aha. Ich muss sagen, das mit dem umgangssprachlich begeistern finde ich ein bisschen komisch.
Ich überlege gerade. Also, ich finde, begeistern ist auch nicht so das richtige Wort tatsächlich. Alles klar. Ich will ja nicht schummeln und einfach so aufs nächste gehen. Nein, tue ich nicht. Aber da bin ich ja schon. Das kann ich doch nicht tun. Ich will dir ja wenigstens eine faire Chance lassen. Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, also ich verstehe das auch dann in die Bresche springen, die Lücke füllen sozusagen, hätte ich jetzt auch. Sind wir jetzt? Okay, alles klar. Dann geht's weiter mit dem Lösungswort Rätsel. Ah, die Kirchengalerie, die hatte ich doch letztens erst. Okay. Vertrauensperson. Ja. Speisefisch. Ah, ich glaube, ich gebe einfach Sachen gleich mal ein, sonst wird das hier nix. Aber versuche zuerst mal Einfahrten. Das ist es diesmal nicht. Okay, geripptes Gewebe. Was ist denn gerippt? Erstmal Sportbretter. Kampfsportart ist natürlich dieses jene. Zu gleichen Teilen, lateinisch. Mal sehen. Halbedelstein. Oh Gott. Ein Despot ist auch ein. Das da. Okay, außerhalb. Nee. Ex. Ah, natürlich. Raute ist auch das. Zu gleichen Teilen. Ah, der Halbedelstein, das ist, wenn man es mit I schreibt, hat man ein Pokémon. Börsenmakler ist natürlich der Brocker. Opernlied ist die Arie. Ariel ist auch eine Oper? Nein. Bartabnahme, keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir noch nie einen Bart abgenommen. Ich könnte mir mal einen aufsetzen, wenn ich ihn finden würde. Schminke ist auch Makeup. Makeup. Weil es Französisch ist. Nicht sauber ist natürlich das. Kfz-Zeichen Neumarkt. Es gibt einen Ort, der Neumarkt heißt. Das ist ja cool. So, der Kobold ist das. Und ich habe das Lösungswort. So, ach, das war hier die. Das war die Kirchengalerie. Genau. Hier kommt das rein, hier kommt das rein. Brustdrüse. Ich möchte erstmal noch nichts. Gucken wir mal. Herab ist richtig. Ja, es hätte auch hinab sein können. Innenstadt ist natürlich das Zentrum. So, tatsächlich hätte ich was anderes gedacht und das hier hätte halt auch das Wort Nippel reingepasst. Gaunerwort für Polizist, Gendarm, Bulle. Bulle ist das wahrscheinlich. Nee. Polente? Nee, auch nicht. Okay, von außen wirkend, extern. Oder auch nicht. Okay. Oberschenkelknochen. Was ist das denn? Also erstmal machen wir den hier. So, Geck. Geck. Ja. Unistadt am Rhein. Dürftig ist karg. Dreiergruppe ist das.
Tätig sein. Antilopenart. Das ist natürlich dieses. Haarknoten ist der hier. Das ist das. Okay. Dann haben wir das. Tätig sein. Uff. Was ist denn da noch von außen wirkend? Was haben wir hier? Hier haben wir den. So. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, deswegen gehe ich woanders hin. Haha. Vertrauensperson ist wahrscheinlich dann sowas in der Art. Ja. Und die Einfahrten jetzt echt, wenn es denn sein muss. Geripptes Gewebe. Wow. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Und jetzt fehlt mir nur noch unten links überall was. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier sein soll. Ach so. Ach, natürlich, das meinen die. Tätig sein. Ja, klar. Noch nie von gehört. Noch nie von diesem Wort gehört, aber. Ist das sowas? Nee. Okay. Ah. Und jetzt weiß ich auch, was der Polizistenbegriff ist. Ach so. Exo was? Unten ist es nicht. Okay, klar. Natürlich hier der Oberschenkelknochen ist natürlich der hier. Was war denn das nochmal? Ah, okay. Ich glaube, ich bin dann mal wieder fertig. Ich bin aber auch fertig. Ich habe den Satz zuerst angefangen. Und ich habe sogar noch ein Scherzwort mit eingetragen bekommen. Also eins, wo ich wusste, dass es nicht richtig ist. Aber wo sich wieder jemand ganz doll freuen wird. Okay, dann können wir ja gleich mit dem letzten anfangen. Also wenn das so weitergeht, dann gewinnst du das jetzt, weil ich immer langsamer im Gegensatz, im Vergleich zu dir werde. Oder du immer schneller im Vergleich zu mir. Also dann, 3, 2, 1, Etüde! So, aha. Spanische Inselgruppe. Ja. Das sind bestimmt die Kanaren. So. Das ist die Tonsilbe. Das ist nämlich Do, Re, Mi, Fa, Sol, A, Si, Do. Meerkatze. Was war denn eine Meerkatze nochmal? Unterarmknochen. Auch jetzt noch sowas. Das Jochbein. Nein, das ist es nicht. Achsenpunkt, ja. Große Säugetiere. Cool, passt. Das könnten jetzt doch nicht etwa wirklich die. Mensch, wusste ich doch gar nicht. Ich bin so schlecht in Geografie, dass ich das richtig geraten habe. Weil ich dachte, es liegt woanders. Wild an Lichtungen. Ja. Rehe?
Aha. Haare leicht färben. Tönen. So, das ist der Lebensbund. Steiggerät. Lendenstück. Oh Gott. Anzugteil ist natürlich die Krawatte, dann gibt es noch das Jackett, dann gibt es noch die Hose. Wow. Ausruf der Überraschung. Dehnungslaut. Was ist denn ein Dehnungslaut? Bereich der Technik. Technik. Nein. Das Lendenstück. Huch. Ist das hier? Dann Steiggerät. Ist. Ach so. Ja. Jetzt weiß ich es auch. So. Das haben wir auch. Der Kandidat. Meerkatze. Okay, das ist auf jeden Fall sowas. Das ist keine Krake, eine Meerkatze. Okay, was ist der Bereich der Technik? Die Physik, Chemie, Technik, Informatik, was gibt es noch für welche? Motorik, nein, auch nicht. Pferdesport, was könnte das sein? Reiten ist es ja eh nicht. So. Oh, ey, ich komme mit keinem Wort weiter. Das ist schlimm. Aber trotzdem komme ich weiter. Dann ist das. Nee. Okay, Elektronik gibt's nicht. Oh Gott. Ach so, der Pferdesport ist das. Ja, Achsenpunkt ist das. Oh, also fast dasselbe Wort. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, sowas in der Art. Ah. Okay, wir haben es fast. Nee. Nein. Auch nicht. Ah, ich komme hier nicht weiter. Also das ist es ja nicht. Warte mal. Ach so. Ach, jetzt habe ich das Wort. Oh Gott. So. Okay. Fertig. Ja, es waren echt komische Worte dabei, oder? Aber diesmal gibt es wenigstens was zu gewinnen. Ja, Reisegutschein im Wert von 250 Franken gibt es diesmal. Kann man den auch in Euro haben? Oder muss man dafür extra in die Schweiz? Schön ist auch, dass der Reiseverein, der das sponsert, der heißt Vögele Reisen. Ich mag diesen Namen. Ich weiß gar nicht warum. So, und damit wär's das auch schon. Also zumindest von meiner Seite aus. Hast du auch so ein Problem mit dem Bereich der Technik? Ja. Oh. Hast du den Unterarmknochen schon? denk mal an ein Fahrrad. Okay. Na gut.
Ja, was mache ich denn jetzt am... Kennst du noch die naturwissenschaftlichen Fächer, die du früher in der Schule hattest? Ja? Ja? Bionik. Ja. Ja, habe ich auch also ich habe einen Buchstaben nur noch gebraucht und dann ist es mir erst aufgefallen, was es ist. Ja, also ich würde mal sagen, das reicht auch erstmal für heute. Sag mal, ich gucke nur gerade in meine Kamera, ob ich eventuell lagge. Falls ich lagge in dem Video, in der Aufnahme, dann tut mir das voll leid. Falls ich nicht lagge, dann ist das okay. Oder falls ich nachlagge mit dem, was ich rede. Irgendwie sieht das komisch aus gerade. Ich sollte mich damit vielleicht mal auseinandersetzen. Vielleicht irgendwann mal. Später. In 2 Jahren oder so. Ja, jedenfalls, das war's für heute. Und ich verabschiede mich und es hat mich sehr gefreut und ist jetzt mein lecker gefüllten Marmeladendöner auf. Und hoffe, ich sehe euch das nächste Mal oder lese euch das nächste Mal oder irgendwann mal. Und ja, wünsche bis dahin noch einen wunderschönen Rest vom Tag und bis bald.